Hier bin ich wieder. Jetzt habt ihr längere Zeit nichts mehr von mir gehört. Jetzt wird es mal wieder höchste Zeit. Ich befinde mich hier momentan noch im Trainingslager in Colorado Springs in Amerika. Hatte tolle 2 Wochen hier. Morgen werde ich wieder nach Hause fahren. Meine Formkurve ging kontinuierlich nach oben, auch wenn der Anfang schwer war. Wir befinden uns hier auf knapp 2000 Meter. Die Luft ist sehr dünn. Am Anfang hatte ich meine Schwierigkeiten, kam dann aber immer besser rein, konnte tolle Einheiten absolvieren. Habe mich nicht verletzt. Toi, toi, toi. Hoffentlich geht es so weiter. Nächste Woche geht's nach Hause, dann gibt's eine kleine Regenerationswoche, um wieder Kraft zu tanken. Und dann geht's schon wieder ganz gerade auf die deutsche Meisterschaft Mitte Mai. Und da freue ich mich schon drauf. Nachher bekomme ich noch ein paar kleine Einblicke, wie das Trainingslager hier abläuft. In diesem Olympischen Trainingscenter gibt es unglaublich tolle Bedingungen, Krafträume, die Medical Room, die Trainingshalle hier, wie ihr sehen könnt, ist perfekt ausgestattet. Wie gesagt, bekommt kleine Einblicke. Den Pikes Peak, den legendären Berg, die Himmelsleiter, der wurde auch bestiegen. Da könnt ihr gleich noch mehr davon sehen und drückt mir weiterhin die Daumen. Bis bald, euer Frankie. Ciao. Hey Leute, bisschen aus Atem, aber es ist geschafft. Der Pikes Peak ist erobert. Die sogenannte Himmelsleiter oder auch der Highway to Hell. Schaut selbst, atemberaubende Atmosphäre. Oh.